Ein. Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. ganz schön. Mein Name. Krieg's nicht hin, ey. Oh Mann. Scheiße, Es wird echt lang dauern, bis wir überhaupt hinbekommen. Ja, komm nochmal. Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. ganz schön. Mein Name ist Raphael und willkommen zu einer. Nein. Ey, Mann, du bringst mich zum Lachen, du Wichser. Okay, tut mir leid, tut mir leid. Du hast eigentlich nichts gemacht. Das ist alles meine Schuld. Oh Gott. Okay. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen beruhigen. Ich komme gar nicht mehr klar. Wow, ist ja auch ganz anders. Oh Gott. Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Gatsun. Mein Name ist Raphael und willkommen zu einem Anime-Special-Video. In der Folge werden wir über den Anime Charlotte reden und mit dabei habe ich auch noch einen Special-Gast, der. Hallo. Ja! Yeah, der Analogs, genau. Wir werden einfach mal drauf losreden. Okay. Ihr könnt uns natürlich ein Feedback geben, wie es euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und so weiter und so fort. Willst du vielleicht anfangen? Oder soll ich? Fang du einfach mal an. Also, ja, Charlotte ist halt ein cooler Anime. Ich glaube, was hat denn der? 12 oder 13 Folgen? Warte, ich guck mal kurz. Er hat 13 Folgen und ein Over. Genau, OVAs zählen halt nicht zur Story. Ja, ich weiß, aber es sind halt Die extra sind nur so Folgen. extra Videos. Ja, um den Anime, bei den Anime geht es halt darum, dass halt irgendwie Jugendliche bis einem bestimmten Alter. Ne, warte, ab, ich glaube 13 oder 14 sind ja in der Pubertät Gehen dann ab und bis da 17. bekommen sie halt Kräfte und die verschwinden halt dann nach der Pubertät halt, die Genau, und die sind halt Kräfte dann weg. bekommen sie durch einen Komet, der alle, was ich gefühl, alle 10.000 Alle Jahre fünf, einmal durchfliegt oder ne, so. alle 75 Jahre. Alles klar, Essensucht, die erkennt sich aber raus. Genau, ja, genau, also alle 75 Jahre. Und geht halt darum, dass sie Fähigkeiten haben und die werden halt von der Regierung halt ausgenutzt. Ja, Und aber dann gibt es natürlich auch noch Leute, die nicht ausgenutzt werden. Aber von, wie hieß ich glaube von Nao, der Bruder wurde genau, auch Nao. schon Genau, der Bruder wurde ja auch. ausgenutzt. Genau. Weil er auch so eine spezielle Kraft hatte. Seine Ja. Gier, was hat denn der für eine spezielle Kraft nochmal? Irgendwas mit Klänge. Irgendwas mit Klänge hat er. Ich weiß nicht, aber irgendeine Kraft hatte er. Ja, ich glaube, er konnte einfach Vibrationen oder irgendwie irgendwas mit Klängen zum Beispiel. Irgendwas mit Klängen. Weiß ich gerade aber auch nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Und genau, also geht das um Klängen und ja, das Coole fand ich halt die Szenen am Schluss, so die letzten drei Folgen, vier, wo er halt, Ich wüsste. also fangen wir mal da an, wo er depressiv wurde. Fand ich geil, da wollte er irgendwie die Leute sozusagen auch umbringen. Naja, die letzten drei Folgen war das nicht so, dass er dann irgendwann anfing, den Leuten die Kräfte zu nehmen? Ja doch, doch, stimmt schon, ja, doch, doch. Aber ich meine in der Mitte ungefähr. Da war er doch verzweifelt, weil seine Schwester umgebracht hat, weil sie Ah hat ja ja, die durch Fähigkeit das, Zerstörung. ja durch das Weil er Zerfallsphänomen. zerfallen, ja, Zerstörung, Zerfall, genau. Ja, dann war er irgendwann Genau. nicht mehr derselbe. Irgendwann hat, wie war das? Ich glaube, Nao hat ihn dann wieder aufgemuntert. Dann irgendwann hat er seinen Bruder getroffen, ist dann wohl in die Vergangenheit gereist. Schau mal, das fand ich unlogisch. Was? Wie? Ich fand es auch unlogisch. Schau mal, da, von wo wusste er von seinem Bruder und wie sind die in diesem Gefängnis gegangen? Ah, nee, das war glaube ich anders, Digga. Ja, egal. Scheiß drauf. Ja, zumindest hat er seinen Bruder getroffen und hatte seine Fähigkeit von seinem Bruder geklaut, weil er hat halt die Fähigkeit Raub. Oder kann Ja. man von den anderen die Fähigkeiten klauen und hat die Fähigkeit Zeitreise. Eigentlich, wenn man das so sieht, ist ja voll die OP, Ja, voll übelst die OP. OP. Er kann einfach klauen und fertig. Er kann einfach von jedem die Fähigkeit klauen. Was Zum ich. Beispiel, wenn jemand fliegen kann, kann er sie einfach klauen. Aber was ich unlogisch fand, er hat ja mal das eingesetzt, weil den Typen, der fliegen konnte. Ja. Und ich glaube, danach konnte er trotzdem fliegen, oder nicht? Ich weiß nicht.
Zumindest habe ich so es im Gefühl. Vielleicht wusste er ja, ich glaube, da wusste er ja noch nicht, dass er die Fähigkeit hat. Ich glaube, er muss es wissen, dass er... Er wusste ja nur, dass er für 5 Sekunden in andere Leute gehen kann, aber dann selbst dann für 5 Sekunden ohnmächtig ist. Genau. Ja, ich glaube, er muss es wissen, dass er das machen kann. Genau. Und aber ich denke mal nicht, dass er das wusste. Ja, nee, ich denke, nee, wusste er auch nicht. Er wusste ja erst, wo sie diese spezielle, Krankenhaus waren. Und dann haben gesagt, er hat die Fähigkeiten und seine ganzen Freunde wurden ja umgebracht. Und dann konnte er halt zurückreisen, weil er von seinem Bruder halt die Fähigkeit geklaut hat, zurückzureisen. Deshalb ja, weil sein Bruder hatte ja die Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen. Aber es ist auch gefährlich, weil wenn man zu oft in die Zeit, in die Vergangenheitszeit oder in die Zukunft, wird man irgendwann nach einer Zeit blind, glaub ich jetzt mal. Ja, irgendwie sowas, irgendwas war da. Aber er bräuchte ja 2 Augen, um das zu aktivieren. Ja, und sein Bruder konnte das halt nicht mehr, weil er, ich glaube, blind war. Genau. Er ist blind geworden. Aber, ja, der Anime war echt schon. Ja, ich fand, die coolsten Stellen fand ich, wo er einfach von den ganzen Menschen die Fähigkeit geklaut hat. Und die coolste Stelle fand ich, wo er diese Mafia-Bösse war. Und dann irgendwie eine Fähigkeit geklaut hat und dann gesprungen ist. Er war einfach so wie Gott einfach. Er hatte alle Fähigkeiten, weißt du? Irgendwann hat er auch durch das, ich glaube, durch die zu viele Fähigkeiten ja auch sein Gedächtnis verloren. Aber hatte immer noch das Versprechen, dass er mit Nao hatte. Und das hat ihn immer, ich glaube, weiter angetrieben. Genau, deshalb so ein richtiger Badass Motherfucker. Er konnte sogar schlafen gehen und au. Oh. Man könnte meinen, wie soll man das jetzt sagen? Er konnte also schlafen, aber konnte immer noch bei Bewusstsein sein. Wüsste ich auch mal gern, wie er das gemacht hat. Ja, der konnte trotz seiner Fähigkeiten haben sich automatisch jetzt aktiviert. Ja. Das ist auch mal was Interessantes, dass sowas geht. Ja, es war so. Ja, schon. Halt, war später einfach nur noch so ein Badass Motherfucker. Also, das fand ich echt. Das Ende fand ich, muss ich sagen, irgendwie ganz am Ende irgendwie noch langweilig. Okay. Ja, danach hat sie ja gesagt, dass sie ihn liebt und so. Und der hatte ja gar keinen Plan von nichts. Er wusste halt nicht mehr, wer das war. Genau. Er hat ja sein Gedächtnis verloren. Durch die ganzen Kräfte, die er dann hatte. Ja. Er hatte ja von jeder einzelnen Person die Kräfte. Er ist ja um die Welt gereist und hat ja jeden die Kräfte geraubt. Ja, genau. Ja, ich glaube, ich wüsste echt, was danach passiert ist, ey. Die haben ja auch schon ein Gegengift gegen diese Meteoren gehabt. Kann schon sein, ja. Ja, hat sie. Ja, es war also, zumindest fand ich es halt cool mit ganzen Grauen und so Klauen. Aber die lustigste Szene fand ich halt einfach am Anfang, wo der Typ so, er hat ja Raub eingesetzt die ganze Zeit und spicken und so. Wo dieser Kerl ihn verfolgt hat, der sehr, sehr schnell ist, aber halt nicht. Das war die Fähigkeit Teleportation. Genau, und dann fesselt er ihn so und dann aufs Wasser wie die Geplatsche. Platsch, 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 platsch. Naja, aber bei ihm ist halt das Dumme, er hat Teleportation, kann aber nicht sagen, wohin er geht oder. Genau, was tut sich der ganze Zeit weh. Naja. Gibt ihn einfach nicht. Lustigen Szenen waren einfach so, eine Pause, gell? Er zischt da so durch, Mann, und Stühle fliegen hoch und die Menschen fliegen alle hoch. Nur um irgendwas in der Mensa zu bekommen. Ja, so ein Sandwich. Und danach fliegt er so durch die Scheibe und hat so oben so einen Splitter. Das juckt ihn aber nicht, da er ja unter seiner Uniform ja noch irgendwas hat, was ihn davor schützt. Ach, der hat ja doch so einen massiven Körper, oder nicht? So voll Badass. Man denkt, er wäre so voll der Lappen. Und danach, geht er nur noch so, ohne Oberkörper, die ganze Zeit. Also oberkörperfrei. Ja, dann gab es ja noch dieses eine Mädchen. Oh, wie hieß dieses Mädchen nochmal? Welches? Diese Nekoman. Tusse. Oh, wie hieß sie nochmal? Ich weiß auch nicht mehr, wie sie hieß.
weiß nur, dass es ein Mädchen war, was Nekromanz hatte, wo sie einen Toten in sich hatte. Ah, ich weiß schon, welche du meinst, ja. Ja, ich weiß schon, ich weiß das schon. Das war ja erst so ein Mädchen, was berühmt war, aber dann noch genau. Ihre tote Schwester in sich hatte. Genau, und die Schwester hatte auch eine Fähigkeit, Feuer. Ja, das war auch wild. Ja, und wo die immer kam, ich bin ganz ehrlich, welche Person fandst du geiler? Die niedliche oder die ernste, also die zweite? Ich fand die Schwester am besten. Ja, ich fand die Person als ernste Person sah tausendmal besser aus als als niedliche Person, muss ich sagen. Hat mir tausendmal mehr gefallen. Ja, mir auch. Wie lange geht überhaupt schon die Aufnahme? Ja, die geht eigentlich schon lang genug. Ich habe gesagt, eigentlich 5 Minuten, aber es war zu kurz. Wir machen immer die nochmal Aufnahme auf 10 Minuten. Schreibt in den Kommentaren, wie euch das Video gefallen hat. Wir werden uns dann beim nächsten Mal uns ein bisschen besser vorbereiten mit den Namen und so, dass wir das uns alles aufschreiben. Man könnte doch sagen, die sollen mal Anime voll. Oder könntest du nicht bei dieser Infocard mal Animes reinschreiben? Ja, genau, könnt ihr in die abstimmen. Genau. Ich tue in der Infocard oben rechts, könnt ihr mit abstimmen, welchen Anime, also über welchen Anime ich beim nächsten Mal reden soll. Also natürlich rede ich jetzt nicht selbst, sondern der Adelux oder Andra wird mit dabei sein, aber wahrscheinlich der Adelux jetzt, weil es mit Azog leider nicht klappt. Ich würde es gerne machen, aber klappt leider nicht so. Und man weiß. Man könnte sagen, mein, er wäre einfach vom Erdboden verschluckt, ey. Ja, man hört einfach gar nichts mehr. Ja, okay, ich habe vielleicht einmal auf YouTube ihn nochmal bei einem Video gesehen, aber mehr auch nicht. Ja. Ist so. Naja. Jo, also, oben rechts, wir überlegen uns noch welche Anime, weil wir beide müssen den Anime natürlich kennen, ansonsten geht's auch nicht. Okay, mir würden 3 bis 4 Anime sogar schon einfallen. Ja. So, das online. Stimmt, das können wir auch noch machen, aber so. Wir würden noch. Aber ich würde Sword Art Online Season 1 und Season 2 machen, Staffel 1 und 2 mal sind. Ja, könnten wir auch ist machen. Ist schon ein großer Unterschied, finde ich. Ja, ist auch irgendwie ein großer Unterschied. Sehr großer. Ja, okay. Jo, das war's ja auch mit dem Video und ja, viel Spaß am Zocken. Lasst euch nicht abzocken und bis zum nächsten Mal. Ciao.